Jetzt am Wort ist die Frauensprecherin der Freiheitlichen, Rosa Ecker. Ja, Österreich steckt in der Krise fest. Und darum ist natürlich die Aufstockung der Hilfen für Familien unbedingt notwendig. Und darum gibt es von uns auch ein Ja zur Aufstockung vom Familienhärtefonds und auch zu diesen 200 Euro pro Kind für einkommensschwache Familien. Nur, die Krise dauert jetzt bereits mehr als ein Jahr. Und dass man nur einmal aus dem Familienhärteausgleich Hilfe beantragen kann, ist unverständlich. Genau da muss man doch nachweisen, dass man die Förderkriterien erfüllt. Genau hier muss man nachweisen, dass man auf finanzielle Hilfe angewiesen ist. Und gleichzeitig beschließen wir heute eine Sonderregelung in der Familienbeihilfe, wo rückwirkend ausbezahlt wird, obwohl die Kriterien für die Zuerkennung nicht mehr gegeben sind. Ich habe es auch im Ausschuss schon gesagt. Im Vorjahr wurde pro Kind 360 Euro quasi ausgeschüttet als Unterstützung und als Absicherung zur Abfederung von diesen Corona-Mehrkosten. Vor einem Jahr. Und mehr gab es nicht. Auch jetzt nicht. Obwohl weiterhin laufend Mehrkosten für Familien anfallen. Jetzt erhält der Student, der seine Prüfungserfolge nicht nachweisen konnte, aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen seine Familienbeihilfe weiter ausbezahlt. Das versteht jeder. Man hätte hier aber auch einfach leichtere Kriterien machen können. Man hätte vielleicht auf den Nachweis verzichten können. Was aber Familien nicht verstehen können, dazu gebe ich Ihnen zwei Beispiele. Zwei Familien mit jeweils einem Lehrling. Ein Lehrling war voriges Jahr im zweiten Lehrjahr, wechselte im September in das dritte Lehrjahr, bekam die 360 Euro und die laufende Familienbeihilfe. Der zweite Lehrling war im letzten Lehrjahr, begann im September zu arbeiten, hätte keinen Familienbeihilfenanspruch mehr, hat auch 360 Euro Ausgleich erhalten. Und der bekommt jetzt die Familienbeihilfe nachbezahlt. 165 Euro im Durchschnitt für 7 Monate, mehr als 1.000 Euro. Das würde auch jeden anderen Familienbeihilfenbezieher freuen in diesen Zeiten. Aber der andere Lehrling, der Mehrkosten hatte durch Online-Unterricht, durch womöglich zweimal Berufsschulturnus zu Hause, der erhält keinen einzigen Euro zusätzlich. Und 38% der Haushalte in Österreich haben finanzielle Einbußen. 17% können ihre Fixkosten nicht stemmen. Jeder Dritte in manchen Bundesländern, jeder Zweite muss mit weniger Nettoeinkommen durch diese Krise kommen. Und viele Familien haben mehr Kosten durch Homeschooling zu leisten mit weniger Budget. Und dafür gibt es keine Abgeltung mehr. Keinen Cent Familienbeihilfe zusätzlich. Und diese Ungleichbehandlung verstehen die Familien nicht. Und wer sich auf die ÖVP verlässt, ist schon lange verlassen. Wer sich auf die ÖVP verlässt, ist schon lange verlassen. So lautet die Kritik von Rosa Ecker von den Freiheitlichen.